Franz, was machen wir eigentlich? Wir holen etwas ab. Und zwar ein Stückchen Dubai. Wir sind in Bremerhaven. Und sind gute 422 Kilometer gefahren. Und fahren jetzt quasi in den Hafen rein. In den Containerhafen rein. Und holen etwas aus dem Container. Ja. Und das ist für mich heute auch ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Denn das, was wir aus dem Container holen, ist natürlich ein Auto, ne? Ganz klare Sache. Liegt mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen. Das ist was ganz Spezielles. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt sehen, wir fahren hier gerade in den Hafen rein. Ne? Hier Hafengebiet, Gefahrenbereich. Ne? Hier ist so Roll-on, Roll-off. Das heißt, da werden die Autos rauf und rein gefahren und raus und rein und etc. Und ich bin leider echt die letzten paar Tage sehr, sehr krank gewesen. Deswegen sehe ich ein bisschen beschissen aus. Also bitte nicht auf meine Optik achten. Ich sehe aus wie so ein 14-jähriger pubertärender Junge. Aber ich bin die letzten paar Tage wirklich schwer, schwer krank gewesen und bin eigentlich immer noch krank. Und dürfte eigentlich heute gar nicht hier sein, sondern müsste im Bett liegen. Aber das konnte ich mir absolut nicht nehmen lassen. Das musste ich selber machen. Und des Weiteren wollte ich ein Video für euch machen. Also wie gesagt, nicht gucken, wie ich aussehe. Ich bin echt, ja, eigentlich schwer krank. Ich kann mal sagen, ich habe eine ganz fiese, fiese, böse Entzündung im Hals und so 40 Grad Fieber und so Geschichten, ne? Also von daher, na gut, das ist Nebensache. Oh, hier, was ist denn hier alles los? Ja, hier ist die ganze BMW-Schiene, guck mal, alles neue BMWs. Alles neue BMWs hier. Und ja, wie gesagt, boah, mir juckt die Nase gerade, Entschuldigung. Mir läuft die Nase gerade. Wo wir stehen geblieben. Genau, und jetzt gehen wir das Ding ab. Ich gucke extra nicht so in die Kamera, weil, wie gesagt, mein Gesicht ist nicht gerade das Schönste momentan. Das gehen wir jetzt abholen und ihr werdet gleich auch sofort sehen, um welches Auto es sich handelt. Die meisten werden es eh schon wissen. Ne? Eigentlich brauche ich da keinen großen Trara zu machen, aber wir melden uns gleich vom Container wieder und dann erlebt ihr das quasi genauso mit, wie ich das tue. Und ja, seid gespannt. Bis gleich. My momentum's tremendous, I welcome weapons in all of my sessions. I never second guess it, I never stop to think for a second. Cause I'm connected to the heavens, my essence is John F. Kennedy presence. I am a legend in the present. You would think they would give up on messing. You would think they'd be learning them lessons. You would think they would never be stressing. You would think they'd be counting them blessings. I've been there and I've done that. Yeah, I sit down but I run that. You want war, then I pump that. I slide through, then I come back. This alibi, real wolf pack. Straight bulldogs, no cat naps. I got two zips in my backpack. Like six blunts and they too fat. One zany, two zany, three zany, four. In the jungle, you stay humble, or you get a gungo rumble. It's no wonder you got trouble, watch you crumble. While I hustle, I muffle the fucking funnel. Now I ride the beat like a drummer and fucking stun them. These motherfuckers do not want to fuck us. Every day they duck us and they still screaming fuck us. But they could get the knuckles, they struggle to swim out of puddles. I got the... So Leute, Touchdown Baby, bam, da steht er. In voller Pracht, in voller Pracht. Und wir sind in Deutschland, wir sind in Bremerhaven und mein Mustang ist am Start. Die Saison ist zwar fast zu Ende, aber wir nehmen noch 1, 2, 3, 4 Treffen mit und natürlich Essen Motorshow. Da steht der Lars hat gerade echt einen Rückwärtssalto geschlagen, weil auch er sagte, auf Bildern, was hast du gesagt? Bildern scheppert das schon, aber das ist... Ne? Also man muss das Auto live sehen und wenn ihr die Chance habt, das Auto live zu sehen, macht es, weil das Auto ist echt, echt Bombe. Er sieht wirklich böse aus, ja. So, wir fahren jetzt noch mal 400 Kilometer nach Hause, dann stelle ich den schön in eine Firma abends, ja. Dann gehe ich schön schlafen. Ihr seht, ich bin mittlerweile ein bisschen besser drauf, obwohl ich immer noch sehr, sehr krank bin. Und morgen versuche ich den Tag im Bett zu verbringen, obwohl ich wahrscheinlich das Auto sauber machen möchte, weil er halt doch voller Staub ist. Und das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen kleinen Carpong gab es zwischendurch. Und ich werde jetzt nur noch mein Auto fahren. Und ja, wir haben 7:45 Uhr, das heißt, wir haben gut 5 Stunden Fahrt vor uns. Wird spät. Subscriben, liken, teilen. Bis zum nächsten Mal.